Hallo, Servus und Ahoi zu Bier um 4, dem Biermagazin hier bei ProbierTV. Montag, Mittwoch, Freitag gibt es immer wieder nationale, europäische oder internationale Bierspezialitäten. Heute bin ich gar nicht so weit unterwegs. Es geht nach Tragwein, das liegt in Oberösterreich und ein bisschen in der Nähe von Linz. Und da sind die Bierbuddies zu Hause. Und ich war schon relativ lange scharf auf ein Bier von denen, aber es liegt nicht so genau an der Autobahn. Es ist ein bisschen schwierig, da vorbeizukommen. Und immer wenn ich in der Nähe war, hat sich es irgendwie nicht ergeben. Die Biere auch hier in Wien noch relativ schwierig zu bekommen. Ich habe die Burschen beim Craft Beer Fest in Linz getroffen und habe ihnen eine Flasche Bier abgeschwätzt, habe ihr Bier dort verkostet, aber habe mir dann auch was Schönes mit nach Hause genommen. Und ich habe erst beim Nachhausefahren gemerkt, was ich da eigentlich für ein Schätzchen bekommen habe. Und zwar ist das Mojo Ale, genauer gesagt das House Rockers Mojo Ale. Und diejenigen von euch, die die Flaschen der Beer Buddies kennen, das sind so diese Stubby-Flaschen. Aber die haben eigentlich ein anderes Design und das ist gemacht für die Roosevelt House Rockers. Das ist eine Chicago Blues Band, die angeblich den Österreich besten Chicago Blues machen und die müssen wohl in der Nähe dort irgendwo beheimatet sein. Keine Ahnung, ich habe es versucht herauszufinden, ist mir nicht gelungen, auch auf der Webseite der Band nicht. Lieben Gruß an die Roosevelt House Rockers, sagt doch mal, wo ihr herkommt. Und machen relativ geile Musik, wenn man auf Chicago Blues steht. Das ist so, ja, viel Gitarre, viel Mundharmonika und eben diese Blues-Gitarre. Und die haben ein eigenes Bier bekommen und zwar ein Black IPA. Und das werde ich jetzt heute einfach mal verkosten. Technische Daten auf der Flasche. Schöner Rauch, der übrigens rauskommt. Technische Daten, 6,5% Alkohol. Und ein Black IPA, das muss natürlich auch schwarz sein. Und dann ist es das auch. Ja, ich würde sagen, ein schönes Schwarz. Komplett undurchsichtig, oder seht ihr mich noch? Nein. Cremiger, ja, so schön Milchkaffee, brauner Schaum obendrauf. Das Ganze vielleicht ein bisschen dicker als fingerbreit. Und wenn mir jetzt nicht der Arm abfällt, dann würde ich auch sagen, das können wir jetzt noch eine Weile so stehen lassen. Der ist auch verhältnismäßig stabil, aber wunderschön cremig da oben drauf. Ja, das ist ungefähr so, wie man sich ein Black IPA vorstellt. Das hat so die typischen IPA-Aromen, Zitrone, Orange. Da ist auch ein bisschen, ja, so tropische Passionsfrucht drin, hätte ich jetzt gesagt. Aber dann auf der anderen Seite eben das, was es eben zum Black IPA macht. Kaffee, Kakaonoten, Schokolade. Aber das hat auch irgendwie, muss da, glaube ich, mal ein Mensch schreiben. Ich glaube, das hat auch was Rauchiges irgendwie da. Oder bilde ich mir das ein? Die Finger sind gewaschen, das Glas auch. Die können es nicht sein. Aber es hat irgendwie so eine leichte Rauchnote hinten drin. Vielleicht finden wir das im Antrunk nochmal raus. In diesem Sinne, Prost. Das ist jetzt erstaunlich spannend. Es hat die Töne aus dem Aroma, selbstverständlich. Es hat so eine leichte, diese zitrusige Note. Ist so ein bisschen wie so ein Zitronenbonbon. Vielleicht nicht ganz so süß wie ein Zitronenbonbon, aber sie ist, es geht so in diese Richtung. Dann natürlich auch Orange, schöne grasige Töne, die Kaffee-, Kakao-Noten. Hat aber auch so einen holzigen Unterton. Aber im Mittelteil auch dieser, das ist sehr cremig, ein sehr cremiges Mundgefühl. Körper hätte ich jetzt gesagt so gar nicht so intensiv, also maximal ein mittlerer Körper. Auch die Kohlensäure nicht besonders intensiv. Ich weiß, viele hassen diesen Begriff, aber hat eine extrem gute Drinkability. Also man kann das wirklich sehr gut trinken, weil es eben nicht so schwer und nicht so mächtig ist, obwohl es so viele
Aromeneinflüsse hat. Und es bleibt so, diese Bittere bleibt am Gaumen hängen, das ist ein Finish total schön. Aber hinten raus, das ist auch verdammt trocken, dieses Bier. Hat eine minimale Säure hinten noch mit drin, die aber nicht fruchtig ist, sondern hat so einen leichten säuerlichen Unterton. Gefällt mir sehr gut, auch für die Erfrischungswirkung. Kaffeenoten im Finish. Natürlich die Bittere drin, aber gar nicht so stark. Ich weiß gar nicht, ob die Bittereinheiten hier irgendwo angegangen sind. Ich habe es nicht gesehen. Nein, da schweigt man sich drüber aus. Aber von der Bitte her sehr zurückhaltend eigentlich oder zumindest gut eingebaut. Ja, also wenn man auf einem Konzert der Roosevelt House Rockers ist und Chicago Blues mag, dann kann ich mir das mit diesem Bier sehr, sehr gut vorstellen. Würde sagen, das sind 4 von 5 Punkten, die ich hier von ProbierTV für das Black IPA der Beer Buddies nach Tragwein gebe. In diesem Sinne, Daumen hoch für euch und ich bin sehr gespannt, euch hoffentlich in Wien beim Craft Beer Fest zu sehen. Wenn ihr es bis dahin schafft, dann werde ich davon noch mal eine Flasche mitnehmen. In diesem Sinne, tschüss, baba und Prost. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Schreibt mir eure Kommentare. Wenn ihr auch die Biere der Beer Buddies kennt, mögt, liebt oder hasst, dann schreibt sie einfach unter die Kommentarbox hier bei Facebook, bei YouTube oder im Blog, wo ihr das Video seht. Was gefällt euch nicht? Bin offen für alles und auch Vorschläge, welches Bier ich hier auf dem Kanal mal verkosten soll. Das ist auch ein bisschen eure Mitbestimmung. In diesem Sinne sehen wir uns wieder Montag, Mittwoch, Freitag, wann immer ihr wollt, aber pünktlich um 4 einschalten hier auf YouTube bei ProbierTV, das Bier um 4. Bis dahin, tschüss, baba und Prost.